Marius, wir stehen jetzt alle noch ein bisschen unter Schock. Hartmut Kaufmann hat das Traineramt heute überraschend niedergelegt bei der PK. Kannst du uns, was ist passiert? Die Hintergründe will ich jetzt gar nicht erläutern. Geht eigentlich auch nur die Mannschaft intern an und ich hoffe, dass er noch heute Nacht nochmal nicht drüber schläft und die ganzen Sachen, was eben passiert sind, nochmal Revue passieren lässt und sich morgen früh sagt, nee, so sieht's nicht aus und morgen Abend wieder auf dem Trainingsplatz steht. Okay, was die Hintergründe intern waren, willst du nicht sagen, aber wie ist es, kannst du trotzdem irgendwie erklären, wie es gekommen ist, dass der Hartmut Kaufmann das heute geschmissen hat? Denn es wird ja nicht jeder Trainer so in der Situation vielleicht auch reagieren. Du kennst ihn ja jetzt mittlerweile schon 2,5 Jahre und vielleicht kannst du einen, ohne interner zu verraten, erklären, was passiert ist. Ich kenne Hartmut sehr gut. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass wenn es jemand sagen sollte, auch der Hartmut sagen sollte. Weil ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendwie da hinten die Internas ausgibt. Und wenn jemand der Ansprechpartner ist, dann der Hartmut Kaufmann. Nach dem Spiel, auch wenn es vom Ergebnis nicht gereicht hat, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es ein Grund wäre, das Spiel für einen Trainer an sich zu zweifeln. Nee, auf keinen Fall. Wir haben zu null gespielt. Natürlich ist es so, dass unsere Chancenauswertung gerade jetzt in den letzten Spielen schlecht ist. Klar, wir haben uns die Torchancen, aber trotzdem ist es so, dass wenn ich vorne die Tore schieße, habe ich es als Mannschaft automatisch einfacher. Und gerade wir als spielerische Mannschaft ist es einfach so, wir brauchen die Tore, um unser Selbstvertrauen noch zu steigern. Und ich denke einfach, wir müssen daran arbeiten, unsere Torchancen konsequent zu nutzen. Und dann sind wir auch eine Mannschaft, die auch wieder da oben reinrutscht. Also ist es nicht einfach nur eine Pechsträhne, sondern irgendwo ist der Wurm drin? Ja, natürlich kommt auch Pech dazu. Der Wurm, ja, wir haben uns ja die Torchancen, wir spielen die auch gut raus. Wir haben 1:1 Situationen gegen den Tormann und drücken die Dinger einfach nicht. Und da die letzte Konsequenz, ich will jetzt niemandem vorwerfen, dass es absichtlich auf den Tormann schießt oder so weiter. Aber trotzdem ist es einfach die letzte Konsequenz an den Tag zu legen. Auch wenn es in der 70. oder 80. oder 95. Minute ist, das Ding drücken zu wollen. Und das ist einfach der wichtige Punkt, den ich finde, dass wir da weiterarbeiten müssen und hinten sicher stehen und dann holen wir auch unsere Punkte. Die letzte Konsequenz hat ja eigentlich schon letzte Saison meiner Meinung nach etwas gefehlt. Aber heute hatte ich den Eindruck, dass bei der Leichtigkeit und der Spielfreude, die er phasenweise in der zweiten Halbzeit gebracht hat, dass da Erinnerungen an die großartige Saison von zuvor wach wurden. Ja, das ist ja unsere Stärke, das Kurzpassspiel, die wenigen Kontakte und dann schnell in die Spitze spielen und dann unsere Stürmer einzusetzen, die sehr schnell sind. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit wirklich gut gemacht, auch spielerisch gut gelöst, hinten sicher gestanden und ja, eben aber auch dann wieder die letzte Konsequenz, fehlt dann einfach im Torabschluss. Die Zuschauer haben ja heute auch mehr gezeigt, als sie sonst zeigen. Ja, das war unser Anliegen. Der Coach hat ja auch die Zuschauer animiert, auch wenn es mal nicht gut läuft, auch wenn mal ein Fehlpass passiert und so weiter, die Jungs weiter anzufeuern. Und das ist auch in unserem Anliegen. Genauso ist es auch heute bei den Zuschauern, wo wirklich auch gut mitgemacht haben. Und das wünsche ich mir auch für die nächsten Spiele, dass es so weitergeht. Du warst ja heute auf der Ersatzbank. Es gab viele plötzliche Neuzugänge. Kannst du dazu aus deiner Sicht sagen, wie es alles gekommen ist? Es ist ja so, dass wir diese Saison eigentlich ein bisschen die Seuche haben, was Verletzte angeht. Und wir haben jetzt diese Woche nochmal kurzfristig auf dem Transfermarkt zugeschlagen mit dem Riccardo Di Piazza, der glücklicherweise zu uns gekommen ist, was mich sehr freut. Und dass ich auf der Bank bin, ist einfach nur so ein bisschen so Stand-up-mäßig, falls etwas in der Offensive passieren sollte, noch die letzten paar Minuten. Aber ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, weil ich eigentlich das Co-Traineramt übernommen habe und eigentlich nicht als Spieler, aber ich helfe der Mannschaft, wo ich kann, sei es als Spieler, sei es als Co-Trainer und ja, wenn es sein muss, springe ich halt kurz ins kalte Wasser.
vor der PK wollte ich dich einfach, ich wollte dich schon vor der PK interviewen, das habe ich mir fest vorgenommen, weil ich mal dem Hartmut auch eine Pause geben wollte. Jetzt ist es so gekommen, dass ich dich quasi gezwungenermaßen interviewen musste. Abgesehen von der Tatsache, dass der Hartmut heute diese Aktion gebracht hat, wie hat die Zusammenarbeit funktioniert? Wie hast du dich als Trainer verwirklichen können? Total. Also ich habe am Anfang gedacht, es wird wirklich ein bisschen schwerer, wenn man sofort total die Schuhe an den Nagel hängt. Aber ich komme mit Hartmut super aus. Wir telefonieren bestimmt täglich ein, zwei Mal, sprechen uns für die Trainingseinheiten ab mit dem Tormann-Trainer, mit dem Athletiktrainer. Und es ist wirklich eine super runde Sache, die wirklich gut läuft. Die Jungs nehmen mich gut auf, die helfen mir, wo sie können und nehmen auch meine Anweisungen wirklich toll an. Und es ist wirklich so, dass sich darauf aufbauen lässt. Natürlich lerne ich noch. Auch beim Hartmut oder bei anderen Spielen oder von seiner Körpersprache und so weiter. Und ich bin da auf einem guten Weg, denke ich, und hoffe, dass es in nächster Zeit weiter so läuft. Mit dem Hartmut zusammen. Denkst du dran oder denkt man über eine Interimslösung nach, falls ja, das mit dem noch eine Nacht drüber schlafen nicht klappt? Nee, gar nicht. Also ich hoffe, dass der Hartmut wirklich morgen wieder da ist im Training und am Samstag wieder ganz normal gegen Oberaachen auf der Bank sitzt.